Hallo Leute, ja, wir sind hier in unserem Lager. Ich bin zurückgelaufen und war auch nicht untätig, sondern habe in der Zwischenzeit Kisten gebaut. Hab dann hier mal so Harz und Baumsamen, Stein da dran geschrieben, hier Holz und alter Kram und Erz und Kohle, hier alter Kram, ne? Könnt ihr mal reingucken, da ist der alte Kram. Das heißt, wir haben da schon mal was gecraftet und das brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Solche Sachen sind da drin, ne? Hier steht auch ein Schild, glaube ich, für Metalle. Oder Metall habe ich da drin. Hier ist der Kohleofen, da haben wir ja nichts dran geschrieben, weil wir das so wissen. Hier ist noch was für Gartenbau wahrscheinlich. Und was habe ich geschrieben? Samen sind da drin. Das sind die Möhrensamen, die wir haben. Und hier sind noch zwei Kisten: einmal mit Zutaten und einmal mit Fleisch. Alles, was man da rechts grillen kann. Das ist unsere Aufgabe gewesen in der Zwischenzeit. Und wir wollten eigentlich, wenn der Tag wieder anbricht, was eigentlich schon sein könnte. Dann wollten wir zurück in den Düsterwald im Süden an der Küste, da wo wir den verlassenen Bauernhof gefunden haben. Hier schaut's Logo und dann gehen wir aufs Großbild. Weg vom Feuer fange ich an zu frieren. Jetzt ist nur die Frage, ich glaube, ich habe schon geschlafen, bin mir aber nicht ganz sicher. Achso, hier habe ich euch drinnen noch nicht gezeigt. Ne? Hier gibt es noch Haut und Knochen, Essen, Schätze und da gibt es Trophäen. Also hier sind so die Dingens drinnen, die Geweiher und so. Schätze habe ich dann hier den Bernstein drin, das Geld und auch der, sag schon, der Kern hier. Genauso wie die Rubine. Und hier ist klar, Essen, das ist fertiges Essen, das kann man so direkt dann naschen, das ist schon fertig. Und hier ist Felle und Knochen, ist halt klar, ne? Da sind hier Lederreste oder Haut, ist ja auch Haut, Hirschfell ist auch Haut in dem Sinne. Und ja, da haben wir das, ne? Jetzt können wir gerade noch gucken, habe ich hier, ne? Ich habe noch nicht mal alles heile hier, das können wir noch mal gerade machen, bevor wir loslaufen. Und wenn wir schon dabei sind, denn die Metallgegenstände, die gehen nur hier zu reparieren. Ich weiß aber nicht, ob es sich schon gemacht. Nee, habe ich auch wohl nicht gemacht. Ja, und wenn wir schon dabei sind, ich weiß nicht, ob wir die letzte Mal schon hatten, aber ich habe eine Bronzeaxt noch gebastelt in der Zwischenzeit, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Ja, Lager ist frei, ne? Und wird es heller? Ich glaube, es wird heller, ne? Oder? Nee, der Mond geht auf, oder? Das ist ja der Mond, das ist die Säufersonne, ne? Aber der ist aber groß. Aber rein theoretisch, wenn wir jetzt loslaufen. Ah, vielleicht kann ich ja doch noch pennen, oder? Schauen wir mal gerade. Ich habe doch noch nicht geschlafen. Ha, dann machen wir das doch noch schnell, oder? Mal schauen, ob wir was träumen. Jo, in deinem Traum sitzt du neben einem Feuer in einer großen Halle und du bist von dem Gespräch bekannt in Stimmung gegeben. Du vergisst ja schon, wenn wir raus sind und du ihren Namen vergessen hast, spürst du die Wärme und Energie oder was stand da? Das blendet ja immer so schnell aus. Da habe ich keinen blassen Schimmer, was da los ist dann, ne? Jetzt sag nicht, es regnet draußen, ne? Nee, doch nicht. Da hätte ich jetzt Sorgen, aber es ist windig. Ja, Fackeln, ganz viele, ne, ist klar. Ja, und ich glaube, wir können jetzt erstmal. Ach nee, warte mal, mir fiel noch was ein. Ich habe noch was, wollte noch was bauen. Kann ich das bauen? Jetzt müssen wir den Hammer aus dem Sack holen. Knüppel aus dem Sack, ne? Nicht Rechtsklick und ich wollte schauen. Da gab es hier einen Kessel. Was brauchen wir? 10 Zinnen, okay, und eine Schmiede. Ach so, das war jetzt nicht so passend. Ne? Lass uns mal wieder die zwei auf. Lass uns mal gerade gucken, wie viel Zinn wir haben. Aber ich glaube, wir haben nicht genug Zinn. Weil den Kessel, den würde ich gerne machen. Da kann man bestimmt leckeres Essen machen und dann. Ah, wir haben leider nur hier zwei. Gut, das bedeutet, wir müssen definitiv noch Zinn kriegen. Und das kriegen wir ja auch an der Düsterküste, ne? Und wir laufen dann mal los, oder? Wir können was zu essen vertragen. Das ist mal wieder ein guter Hinweis, weil ich das ja. Oh, Essen fehlt hier, sehe ich gerade. Das ist schlecht. Ausdauer. Ja, aber dann will ich doch gerade noch hier an die Fleischkiste gerade einmal gehen. Und zwar nicht alles vielleicht machen, aber ein bisschen was, weil was mitnehmen wollte ich schon. Ne, Holz wollte ich nicht, wollte kochen. Oder grillen, sagen wir es lieber so. Jetzt müssen wir noch gerade mal zwar ein bisschen Fleisch grillen und abwarten. Das sind jetzt die Bollen, ne? Oder sind das die Rippen? Ne, ich glaube, das sind die Bollen. Machen wir noch zwei, wenn die fertig sind. Dann können wir aber die Dingens schon raustun, die Rippen, die Bollen.
Genau, die waren es nämlich. Die packen wir wieder hier rein. Und die Rippen kommen dann als nächstes noch da drauf. Ja, jetzt müsst ihr doch noch einen kleinen Moment hier mit abwarten. Aber ich wollte nicht ohne das Fleisch gehen. Weil das brauchen wir dann doch. Bis da hinten hin, sage ich mal, ist jetzt nicht so wild. Ne? Aber wenn wir da sind am Düsterwald, nicht, dass da hinten auch noch wieder so ein Troll rumläuft, ne? Dann kriegen wir einen auf die Mütze und dann sind wir sofort kaputt, ne? Das wollen wir nicht. Aber wir haben ja jetzt eine schicke Bronze-Axt, ne? Das ist vielleicht auch schon mal einen ganzen Schritt besser. Können wir schneller Holz fällen und so, ne? Und der hat bestimmt auch mehr Schaden gegenüber irgendwelchen Grauzwergen und so. Ich glaube, jetzt haben wir die ersten draufgehangen. Und jetzt hängen wir nochmal welche drauf. Jetzt kann ich schon in der Kiste entleeren gehen. Weil mitschlüren wollte ich das jetzt nicht. Jetzt haben wir vier davon. Und wo kommen die her? Die wollte ich doch gar nicht hier haben, ne? Die liegen doch hier falsch. Die müssen wir gleich noch irgendwo reintun. Sind das Trophäen? Kann man das Trophäen nennen? Weiß ich nicht. Ach, jetzt ist das Feuer auch noch ausgegangen. Gut, das bedeutet, wir müssen jetzt Holz holen. Wo war Holz? Holz war da hinten. Warte mal. Dann holen wir jetzt hier mal die 5 Holz noch. Und wenn wir jetzt schon hier unterwegs sind, Stein, Harz. Ich glaube, die packe ich diese Dingens kommen hier hinten rein, oder? Da sind auch schon welche drin. Passt das? Wer weiß, wo die jetzt gerade lagen, dass ich die mitgenommen habe, ne? Jetzt müssen wir hier noch ans Feuer. Es hängt noch da das Fleisch. Aber da der Brennstoff alle ist, konnte ich das nicht mehr aufnehmen, ne? Gegenstand kochen, ne? Wollen wir nicht. Wir wollen das abnehmen gleich. Ist das jetzt schon fertig? Das auch? Okay. Ja, passt wohl. So, dann mal auf. Gen Düsterwald im Süden an der Küste. Ja. Gehen wir erstmal hier durch, weil da ist dann die große Wiese. Da können wir besser drauf laufen, denke ich. Als wie quer durch so einen Wald. Schön schnell hier vorbei. Ja, ich glaube, die Ausdauer ist jetzt mit den Pilzen ganz gut, dass wir die da gegessen haben. Und dann haben wir mehr Ausdauer wie alles andere, dann kommen wir da auch schneller hingelaufen, ne? Könnten natürlich nochmal hier den Eikdür. Ach, machen wir nicht, oder? Ich weiß auch gar nicht, welche Taste ich jetzt drücken müsste, damit das funktioniert, ne? Wieder gerade ein bisschen erholen. Jetzt wird hier aber schlechtes Wetter, ne? Auch wieder nicht so schön, ne? Jetzt fängt es an zu regnen. Na toll. Nicht so schön, ne? Haben wir hier schon was gebuddelt? Sieht so aus, ne? War wohl nichts zwischen. So, jetzt kommen wir hier an die Südküste. Ja, ich glaube, wir müssen noch weiter nach links. Da können noch ein bisschen mehr am Rasen hier lang laufen. Ja, da ist schon mal der Kreis. Da müsste ja so die Landeplan von einem Asteroiden drinne sein. Hier diese Furche. Der ist da bestimmt reingeflogen. So sieht das aus. Sprinten haben wir noch verbessern. Dann laufen wir jetzt noch schneller, ne? So, und jetzt müssen wir uns so ein bisschen rechts halten. Da müsste da ja gleich der Düsterwald ein bisschen sein, ne? Hier hinter muss jetzt der Bauernhof sein. Und dann kommt der Düsterwald. Und da wollten wir ja noch gucken, ob wir da Kupfer finden, oder? Ja, da war jetzt ein Dingens, noch ein Hirsch, aber den mochten wir ja jetzt nicht, ne? Also, während ich da die Kisten gebaut habe, wurde der Wald wieder aktiv, ne? Da habe ich dann so ein bisschen Besuch gehabt, habe den aber ganz gut weggeschlagen. Ne, diese ganzen Gräulinge und so weiter. War jetzt nicht ganz so toll, aber ich habe es am Ende geschafft, ne? Ach, hier rechts war irgendwie so eine Hütte. Aber da waren wir ja drinnen, da haben wir ja schon rausgeholt. Und es sind auch keine mehr da, Gräulinge oder sowas, ne?
So, jetzt sind wir schon beim Bauernhof und dahinter ist der Düsterwald, ne? Gibt es schon Früchte hier wieder dran? Ne, ne, die hatten wir ja beim Gehen noch alle abgemacht, ne, ja. Aber hier sind tatsächlich noch welche. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht, die mitzunehmen, oder? Himbeeren waren das, ne, oder? Ne, die haben alle abgeerntet. So, und dann war hier ja irgendwie so, sag schon, die mit den blauen Augen, ne? Aber die haben wir alle geschlagen gehabt beim letzten Mal. Und die sind auch nicht nur wieder da, oder? Ne, sieht nicht so aus. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier noch was finden. Es müsste ja hier am Wasser auch Zinn sein dann, oder? Oder war das nicht so? Das war doch am Wasser, oder? Regnet sowieso, dann können wir auch schwimmen, ne? Ist das was? Ne, ist nur nass, ne? Ich sehe die aber nicht nur, wenn ich die 5 in der Hand habe, oder doch? Da weiß ich jetzt nicht. Ne, sehe ich nicht nur. Das erkenne ich, glaube ich, immer, oder? Oh, da hinten ist was Blaues. Ne, blau ist das nicht. So ein Geist ist das, ne, oder? Den haben wir schon mal im Kerker gehabt, beziehungsweise im Sach schon im der Grabkammer hatten wir den, glaube ich, oder? Sieht gewaltig aus, ne? Ich glaube, wir nehmen mal jetzt die Axt in der Hand, weil die ist ein bisschen besser, glaube ich. Kommen wir da hin? Ah, guck, hier ist Zinnvorkommen. Machen wir mal so das Zinnvorkommen weg, weil dann sehe ich, was da passiert, wenn da einer kommen sollte. Da steht einer vor, oder? Täusche ich mich? Kann auch was anderes sein. Nee, da läuft auch einer. Aber was das ist oder wer das ist, sehe ich noch nicht, ne? Und wie stark die sind, weiß ich auch nicht. Es sind auf jeden Fall mehrere. Ja, der bewegt sich jetzt auch. Die sehen nicht so leicht aus, glaube ich. Ich sehe zwei. Ich weiß auch nicht, was das andere ist. Das sind auf jeden Fall dicke Wellen hier, ne? Vielleicht ist das auch ein Spawner und da kommen dann ganz viele raus. Vielleicht gehen wir da mal nicht hin. Erstmal nicht. Wir gucken erstmal, ob wir hier noch was finden. Aber Zinn wollten wir ja ein bisschen mehr haben, ne? Aber so eine doofe Nixe, ne? Das heißt, wenn nixe, dann sind wir aus dem Wald raus. Ah, oh, da ist schon der nächste. Okay. Oh, was zu essen wieder vertragen, alles klar. Hier ist doch noch eine Nixe irgendwo, oder? Ja, geht erst. Weißt du was? Das macht auch keinen Sinn, wegzulaufen. Wir müssen die da schlagen, die da sind. Siebzig haben wir. Fünf Komma sechs aufgewertet, ne? Ach, das sind nur Gräulinge, oder? Ja, das sind nur Gräulinge.
Das sah von Weitem schlimmer aus, als es ist, ne? Und das ist ein Spawner dann, oder? Da ist noch einer. Der hat aber andersfarbene Augen, oder? Aber das ist schon kaputt dann. Okay, der Spawner ist dann auch kaputt. Und hier liegt ganz viel rum, was wir vielleicht dann aufsammeln sollten, oder? Auch das Holz nehmen wir mit. Wegschmeißen können wir das immer noch. Ist das Zinn? Ja. Dann sollten wir das mal abbauen. Ja, da brauchen wir ja doch ein bisschen mehr von, ne? Das sind Steine. Das brauchen wir nicht abbauen. Wo ist meine Axt? Wieso ist denn der aus der Hand gewesen? Sag es mir. Ist das auch nochmal was? Ja. Jetzt habe ich die wieder nicht in der Hand, ne? Ist die zu schwer, dass er den aus der Hand lässt? So. Hier liegen noch mehr Sachen rum. Was war das letzte? Uralter Samen, okay. Na, hier war der Spawner, ne, oder? Ich glaube, das da oben war nur ein Baumstamm, oder? Hier ist wieder Zinn. Immer mal so einen Blick um die Ecke vielleicht, ne? Aber zu viele können wir da auch nicht mitnehmen, dann können wir den nicht tragen, ne? Kann ich Gewicht sehen hier? 213. Ich glaube, das mit dem Zinn ist erstmal ausgezinnt. Ah, guck mal, da sind noch welche. Ah, der ist ja immer noch da. Okay. Harz. Und Holz. Aber vielleicht schmeißen wir das Holz mal weg, ne? Das könnte zu schwer sein. Oh, da ist ein Turm. Lass uns mal gerade das Holz außer. Ah, so viel war es dann doch nicht. Ich dachte, Holz wäre schwerer, ist es aber gar nicht. Das Schwerste wird das hier sein. 128. Ach, Stein haben wir auch mit. Ne, den tun wir auch rausschmeißen. Ja, also der Turm ist schick. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wir hier ein Dingens finden. Ein Kupfervorkommen. Das ist mir gerade wichtiger. Das ist hier aber kein Kupfer. Das sind Disteln. Da ist ein Reh. Na, das brauchen wir jetzt auch nicht. Hier an der Küste sind wir ja schon lang runtergekommen. Und zwei Rehe sogar. Oder Hirsche. Ich könnte was zu essen vertragen. Was fehlt uns denn? Fleisch haben wir. Das heißt, der Pilz ist noch angesagt. Hier sind natürlich noch so leckere Blaubeeren, ne? Ist das nichts Besonderes, ne? Ne. Oh, es hört auf zu regnen, das ist schon mal gut. Hier geht es natürlich steil berghoch. Das ist so wie der Trollgebiet wahrscheinlich, ne? Hier oben ist ein Opferaltar oder sowas vielleicht. Und dann spawnen da gleich irgendwelche Bösen, ne? Ist aber tatsächlich nichts. Aber der Berg ist schon hoch. Gut, dann gucken wir noch ein bisschen nach hier.
Ist das da rechts nur ein Baumstumpf? Ich glaube ja, ne? Aber da hinten ist schon wieder was, so eine Unterkunft. Da laufen bestimmt auch noch ein paar Leute gleich lang. So Skelette zum Beispiel. Ich sehe aber keinen. Jemand zu Hause? Ist es eine Grabkammer? Ah, da kommt er. Okay, die sind mittlerweile nichts mehr, ne? Okay, der nächste bitte. Das war jetzt der dritte, ne? Warte mal, da liegt noch was. Und dann waren sie schon, oder? Dann ist es hier auch eine Kammer. Dann müsste das eine Kammer sein. Wo ist der Eingang? Hier. Gut. Aber ich würde sagen, es ist schon lange hin. Wir machen erst hier wieder eine kleine Pause und machen in der nächsten Folge dann weiter. Dann gehen wir da rein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Wo ist noch einer? Okay, den haben wir jetzt auch noch gerade gemacht, ne? Ich hoffe, das war es jetzt mal, ne? Nicht, dass da noch einer kommt. Hier sieht es schön aus mit dem roten Sonnenschein. Okay. Irgendwo ist noch einer. Ah, da kommt der Große auch noch. Komm, den müssen wir jetzt leider noch mitmachen. War es jetzt das endlich? Ich hoffe es. Nee, ich höre noch einen. Ah, da hinten ist noch einer, aber ich will da jetzt nicht so weit hinlaufen, sonst kommen noch mehr. So, jetzt machen wir aber Schluss. Nein, da ist schon wieder ein Skelett gespawnt. Hey, wir kommen nicht mehr aus dieser Folge raus, oder? Alles klar, wisst ihr Bescheid. Bis dann. Ciao.